Wunderschönen guten Tag, willkommen zu einer neuen Runde hier im Trial-System von Town of Salem. Wir schauen uns wieder Reports an und entscheiden, ob sie innocent oder guilty sind. Wenn wir uns nicht sicher sind, weil wir die Sprache nicht kennen, was wahrscheinlich ist, oder weil wir uns nicht ganz sicher sind, ob der Report berechtigt ist, können wir auch skippen. Wir haben hier den ersten Report gegen Fine Ciphers wegen Spamming und ja, ich denke, dass wir das hier durchaus schon mal bestätigen können. Ja, zieht das relativ gut durch. Das Coole ist halt, er fängt direkt an mit Ignore 5. Die Frage ist halt, hier auch schon GG und alles, sehr schön. Sie macht genau das gleiche. Also wir haben relativ viele Spammer hier. Kann ja nur lustig sein, ne? Grandios. Aber ich will hier den C eigentlich auch noch reporten, obwohl der gehighlightet wird. Was keinen Sinn macht. Doch hier, das ist der Name. Und dann pusht er weiter, nachdem er schon den Namen ausgewählt hat. Coole Sache. Ja, also hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen Report-Grund. Wir müssen jetzt noch den I'm Not Titanium reporten. Die Sache ist nur, wer ist das denn? Den gibt es hier nämlich nicht. Doch, da. Nummer 5. Wenn wir natürlich direkt hier hingehen können, wäre einfacher gewesen. Aber wir machen das auch so. Schreiben hier nochmal rein. Lobby. Hat er das denn im Spiel weitergemacht? Als Switchy? Ja, hat er weitergemacht. Und von daher machen wir hier noch ganz kurz einen Tag 1 rein. Damit wir nämlich ihn auch rausbekommen. Duplizieren den Report. Schau noch mal ganz kurz rein, ob das hier weitergeht. Ja, der wird auf jeden Fall rausgehauen, sehr gut. Wie er auch nach dem Tod nicht aufhört. Grandios. Also, so einfach können manche Reports sein. Manche sind natürlich komplizierter, wo man ein bisschen mehr nachdenken muss, ein bisschen mehr grübeln muss. Unser Standard-Error, warum, weiß ich nicht. Laden wir ganz kurz das Ding neu. Und gehen wieder rein. I'm not Titanium. Sehr schön. Das ist nämlich auch einer derer, die ich hier gerade gewollt habe. He technically game throw by not attempting to lynch his target. Du warst Executioner. Er war Executioner. Jetzt muss ich natürlich erstmal gucken, ob der Report gegen Game Throwing korrekt ist. Problem ist, wir wissen nicht, wer sein Target war. Aber ich meine, er hat im Prinzip nichts gemacht. Außer dauernd hier zu posten. Ey, das ist echt nervig. Ich bin so froh, dass ich nicht in der Runde mit dabei war. Da gibt es noch einen, der auch Sapu-Sanu-Ding heißt. Nummer 15, die können wir auch noch wegen Spammings reporten. Das habe ich davor in der Runde vergessen. Welcher Tag ist das zum Beispiel? Tag 3. Ja, Tag 3. Hauen wir nochmal ganz kurz mit rein, um nochmal sicher zu gehen. Er wurde auch gelyncht. Der Serial Killer. Task war der Jester. Der meinte, William sei SK. Dann hört er urplötzlich auf mit seinem Gespamme. Hast du etwa geliebt? Eigentlich nicht. Hier schreibst du noch, dann kommt die Defense, das war ein anderer. Weil Sabnu, Puas Sabnu wurde gelünscht, aber nicht du, Switchy. Dann hört er einfach auf. Wahrscheinlich AFK gegangen. Nö. Starbe vielleicht doch. Nicht hier gerade ein bisschen blind. Chaotic starb durch die Mafia.
Er wurde gelyncht. Wahrscheinlich war er hier schon tot, das habe ich nur nicht gesehen. Genau, er war schon tot, ich habe es nur nicht gesehen wegen der Farbe. Aber das war der, der früher starb. Na, man sollte hier. Er wurde gelyncht. Gut, er wurde wann gelyncht? Tag 2. Ja, Tag 2 wurde er gelyncht für sein Spamming. Ich werde das hier guiltyn, weil er hat es nicht versucht. Er hat nicht versucht, sich zu verteidigen und nichts. Von daher ist das Game Throwing, weil er gegen sein Ziel gearbeitet hat. Und von daher können wir das so durchziehen. Was ist denn los mit denen? Warum haben sie dauernd diese Errors, wenn ich was neu laden will? Das heißt, wir dürfen kaum skippen, sonst wiederholen sich die ganzen Reports. So, he keeps spamming with three multiple accounts. So, ja, das ist guilty. Außerdem können wir Doge noch reporten für Spamming. Sehr schön, eine Spamming-Runde. Nummer 8. Du hier. Spamming. Tag 1, gell? Ne, Tag 2. Upsala. Schon mit D. Dann kommen sie besser klar. So, die beiden spammen. Ist da noch einer, der spammt? Angeblich soll es noch einen geben. Ja. Von Jenna hier. Du wirst einmal nicht für Spamming, du wirst für Hate Speech. Nee, Inappropriate User nehmen. Oh, wurde schon gebannt. Schade. Hätte ich zu gerne reingehauen. Aber wir können den Lars noch reporten für Leavings. Wobei, wenn hier solche Leute dabei sind, kann ich es verstehen. Lass ich mal durchgehen. Wenn da drei Spammer sind, die wahrscheinlich allesamt derselbe Account sind, kann ich nachvollziehen, dass der keine Lust mehr drauf hatte. Genauso wenig wie ich Lust drauf habe. Schon wieder Spamming. Sensationell. Sie ziehen es echt durch. Also wir können auf jeden Fall den K-Orm schon mal reporten. Schauen wir mal ganz kurz rein. Da die Nummer 13 wieder als Moonman unterwegs. Wegen Hate Speech. 100% ist schon gebannt worden. Dachte ich mir. Ja, geht weiter. Ich glaube, den Report hatten wir sogar auch schon mal. Wobei, nee, das ist ein neuer Report. Der ist von gestern. Bei mir ist heute nämlich der 27. Ja, der Spam, das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Der Idiot macht weiter. Ist richtig, das war ein Spam. Kann gedeletet werden. Kommt schon wieder ein Error. Nein, diesmal nicht. Aber wir haben wieder einen Spammer. Sensationell, was wir hier jetzt heute für eine Spammer-Runde haben. Ist natürlich gegiltet, auf jeden Fall. Also da gibt es keine zwei Meinungen. Das Ding ist, wir können The Innocent One auch noch guilty, weil so innocent ist er nicht. Eine Zehner-Runde. Du hast ebenfalls gespammt und zwar Tage 2. Nein, nicht Tag 23. So weit ging das nicht. So, du bist zufrieden, dass wir dich reportet haben. Gibt es hier sonst noch was? Der macht weiter. Flash Mods Suck. Mein Time to Spam ist okay. Können wir was mitmachen? Weil das ist ebenfalls Tag 2. Ne, Tag 3. Packe es mir ganz kurz hier an. Tag 3. Wir sind hinterhergehauen. Viel Spaß. Aber wenn du meinst, es ist Zeit zum Spam, dann ist es auch Zeit, um dich zu bannen. Sind wir uns auf jeden Fall einig. Und fertig. Das hier wird geguiltet. Los geht's. Mit dem nächsten Report. Schon wieder Error. Keine Ahnung, was da gerade los ist. Oh, wir haben Cheating. Admission to receiving information outside of the game on night 4. Most likely a bluff, but an admission nonetheless. Wollen wir uns mal anschauen. Tag 4. Nacht 4, um genau zu sein. Das ist Nacht 3. Trust me, I'm in Skype with the Spear. He is the Sheriff. Ist the Spear Sheriff? Nein, ist er nicht.
Gibt es hier einen, der Disbier heißt? Ist natürlich die Frage. Er ist der Executioner. Und daher ist das für mich erstmal ein Innocent, weil Disbier ist kein Sheriff, es ist ein Executioner. Was war denn seine Rolle? Er war Jester. Ja. Aber wir haben hier wieder Spammer drinne. Das heißt, wir können wenigstens das da machen, und zwar die Nummer 4. Wegen Spammings, Tag 5. War da sonst noch einer dabei? Nee, sieht nicht so aus. Ja. Hey, do anything for my friend. Das hier wäre wieder ein Guilty, muss man sagen. Also das hier ist, hey, ich musste alles tun, um ihm zu helfen. Ist für mich schon wieder ein Guilty. Vote normalerweise. Aber bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Aber das Problem ist halt, er ist Jester. Aber er kann lügen. Aber die Frage ist, wie er gewotet hat. Denn again, I'm just a person on Skype with the sheriff. Das hat er hier in den Deadchat nochmal reingeschrieben. Er starb wahrscheinlich Tag 1, oder? Also Nacht 1, um genau zu sein. Ja, starb durch den Serial Killer. Hast du recht gehabt. Ja, er hat's geschrieben, und selbst wenn er Jester ist, das sind Sachen, wenn es jemand sagt, wird es wahre Münze genommen, deswegen gilt ich ihn auch. Ich würde sagen, wir gucken uns nochmal einen Report an, es sei denn, wir haben wieder einen Error. Ich schau mal, woran das liegen könnte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bedanke mich wie immer für euer Einschalten beim Trial System und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.